Willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es um die Apple iPhones 2018. In den letzten Wochen, Tagen und Monaten gab es wirklich zahlreiche Gerüchte zu den neuen iPhone-Modellen. Ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, was so in der Gerüchteküche passiert ist, was ich persönlich so spekulieren würde und was natürlich auch so ein bisschen logisch erscheint, was Apple dieses Jahr bieten wird, und möchte das in diesem Video mal ganz kurz zusammenfassen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Was vielen vermutlich mittlerweile bekannt sein dürfte, es wird 3 neue iPhones geben, mindestens. 2 neue OLED-Modelle, davon einmal eine Nachfolge vom Apple iPhone 10, dann ein etwas größeres Modell, also dieses Modell mit 5,8 Zoll, dann ein Modell mit 6,5 Zoll. Und dann wird es höchstwahrscheinlich noch ein LCD-Modell geben, welches 6,1 Zoll besitzt. Dieses LCD-Modell würde ich mal als, sage ich mal, günstige Alternative des iPhone 2018 in der OLED-Variante ansehen, wobei günstig bei Apple natürlich immer ein bisschen relativ ist. Ich glaube, es soll so ungefähr den Preis des iPhone 8 momentan besitzen, dürfte also so um die 799 bis 899 Euro kosten. Das LCD-Modell unterscheidet sich darin, dass es einen vermutlich minimal dickeren Rand hat. Alle Modelle kommen allerdings mit einer Notch und Face-ID daher. Eben noch einem LCD-Display, also einem LC-Display, um genau zu sein. Das ist ebenfalls ein bisschen günstiger im Einkauf. Außerdem wird es einen Aluminium statt Edelstahlrahmen haben. Und um es ein bisschen attraktiver im Verkauf zu machen, wird es Apple höchstwahrscheinlich in mehreren Farben anbieten. Sprich, es ist von Orange, Blau, teilweise sogar Grün die Rede. So ganz genau wissen wir das noch nicht, aber es ist davon die Rede, dass mindestens 5 bis 6 Farben bei diesem iPhone erscheinen könnten. Vom OLED-Modell werden wir ebenfalls eine neue Farbe sehen. Die war ja angeblich schon für das iPhone 10 geplant. Roségold oder Gold oder so ein leichtes, zartes Gold würde ich das mal nennen. Und das ist so, sage ich mal, die optische Neuerung in diesem Jahr. 3 Modelle, 3 Größen, 2 hochwertige Modelle und ein etwas günstigeres Modell. Bei der Ausstattung der iPhones wird es höchstwahrscheinlich keine großen Überraschungen geben. Apple wird den A12 präsentieren. Das könnte der erste A-Prozessor, der im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt wird, sein. Das ist noch nicht so ganz sicher. Es könnte auch weiterhin nochmal ein Prozessor im 10-Nanometer-Verfahren sein. Ich gehe aber stark davon aus, da Huawei jetzt den Kirin 980 im 7-Nanometer-Verfahren vorgestellt hat und dieser von TSMC produziert wird und Apple dort auch produzieren lässt, dass Apple ebenfalls einen neuen Chip im 7-Nanometer-Verfahren bekommen wird. Das würde bedeuten, er ist effizienter, was natürlich der logische Schritt ist, aber höchstwahrscheinlich auch eine ganze Ecke energiesparender. Das wird sich zeigen. Wir haben bisher noch keine Erfahrung mit diesen Prozessoren gemacht, aber darauf bin ich persönlich auch sehr gespannt, ob das ein übliches Upgrade in Sachen Performance wird oder ob wir in diesem Jahr tatsächlich einen relativ großen Sprung sehen werden. Dann sind wir mal ehrlich, das iPhone 10 ist schon relativ flott unterwegs. 4 GB Arbeitsspeicher stehen dazu im Raum für die OLED-Modelle. Beim LC-Modell könnten es 3 GB Arbeitsspeicher sein. Der Unterschied ist jetzt aber nicht extrem groß. Beim internen Speicher gehe ich davon aus, dass wir mehrere Versionen sehen werden. Also höchstwahrscheinlich geht es wieder mit 64 GB Speicher los. Könnte es sein, dass Samsung jetzt auch ein Modell mit 512 GB Speicher vorgestellt hat, dass die große Version 512 statt 256 GB haben wird. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Apple auch noch ein Mittelmodell in diesem Jahr dazu packt, also eine 256 oder 128 GB Variante, einfach um das Modell noch ein bisschen an mehr Kunden anzupassen, um eine höhere Verkaufszahl dadurch zu garantieren. Bei der Kamera rechne ich persönlich mit einem kleinen, guten Sprung. Die Kamera dürfte wieder ein kleines bisschen besser werden, vielleicht noch ein kleines bisschen besser bei Dunkelheit. Apple wird höchstwahrscheinlich auch die Software optimiert haben. Bei Porträtmodus wird sich hoffentlich wieder etwas getan haben. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus, zumindest habe ich in den Gerüchten auch bisher nichts gesehen, dass wir ein großes Update erwarten. Ich denke, es wird ein eher kleines Update in diesem Jahr geben und ich denke, Apple hebt sich das große Kamera-Update der Dualkamera dann für nächstes Jahr auf. Es steht ja sogar im Raum, dass dann eine Triple-Kamera kommen wird. Bei der Kamera gibt es noch eins anzumerken. Die OLED-Modelle werden natürlich beide mit einer Dualkamera auf den Markt kommen. Das LCD-Modell soll allerdings nur eine Kamera besitzen, womit Apple natürlich auch so einen kleinen Kaufreiz schaffen möchte, dass man sich das teurere OLED-Modell kauft, welches dann auch eine höhere Gewinnmarge besitzt. Das ist natürlich eine strategische Entscheidung, um das kleine LCD-Modell nicht zu attraktiv zu machen. Denn ich glaube, würde es eine Dualkamera haben, 200, 300 Euro weniger kosten, würden sehr viele Leute zu diesem Modell greifen und mit nur einer Kamera sorgt man dafür, dass die teureren Modelle ein bisschen attraktiver bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, bei der Qualität der Bilder wird sich in diesem Jahr auch nicht allzu viel tun.
Was ich persönlich ganz interessant finde, ist, dass endlich ein Lightning auf USB-C-Kabel im Lieferumfang liegen wird. Das hat allerdings folgenden Grund, dass Apple sich mit anderen Herstellern ein bisschen auf Druck der EU dazu geeinigt hat, dass man in Zukunft, ich glaube in 1, 2 oder 3 Jahren, ein Ladekabel mit mindestens einem USB-C-Anschluss im Lieferumfang liegen haben muss. Also eine Seite muss mindestens USB-C sein. Darauf hat man sich geeinigt offiziell. Daran muss sich Apple früher oder später sowieso halten. Also verabschiedet man sich von USB-A, setzt auf USB-C, was man ja sowieso mittlerweile in den kompletten Notebooks von Apple findet. Und auf der anderen Seite wird aber höchstwahrscheinlich der Lightning-Anschluss bleiben. Es stand auch immer mal wieder im Raum, dass Apple hier zu USB-C wechseln wird. Ich rechne aber ehrlich gesagt nicht damit, denn an dem Lightning-Zubehör verdient man eine ganze Menge Geld. Und passend zum Lightning auf USB-C-Kabel wird dann höchstwahrscheinlich auch ein neues Netzteil mit dem Lieferumfang liegen, mit dem wir endlich schnell laden können. Das war ja im Testbericht einer meiner größten Kritikpunkte, dass man bei einem Modell für über 1.100 Euro kein Schnellladegerät mit im Lieferumfang liegen hat. 5 Watt waren das, glaube ich, beim iPhone 10 immer noch, dass man halt quasi seit Jahren so ausliefert. Dieses Jahr dürfte es dann ein Netzteil mit einem USB-C-Anschluss und 18 Watt sein, damit wir endlich auch mit dem iPhone out of the box schnell laden können. Darüber hinaus wird es höchstwahrscheinlich auch noch viele Kleinigkeiten von Apple geben, die man jetzt nicht unbedingt im Fokus stehen hat, die wir aber auf dem einen oder anderen Slide sehen werden. Ich rechne damit, dass ein Apple W3 kommt, das ist der Bluetooth-Chip von Apple. Da wird sich jetzt aber auch nicht so viel im Vergleich zum W2 getan haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht auch Face ID ein Stückchen verbessert hat, denn vor allem mit den iPad Pro Modellen, dazu komme ich gleich nochmal ganz kurz, könnte es möglich sein, dass man Face ID, also dort wird Face ID sehr wahrscheinlich verbaut sein, der Rand wird auch dünner, der Homebutton wird verschwinden, aber man muss die Geräte oder wird die Geräte auch höchstwahrscheinlich auch im Querformat entsperren können und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Jahr sowas wie Face ID 2 kommt, was man jetzt nicht unbedingt Face ID 2 nennt, aber eben einfach die zweite Generation von Face ID, die dann vielleicht ein kleines bisschen schneller ist und die dann auch, sage ich mal, das Entsperren im Querformat ermöglicht, der W3-Chip. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass beim LCD-Modell höchstwahrscheinlich 3D-Touch fehlen wird. Das ist die Technologie, wenn man ein bisschen fester auf das Display drückt, dann kann man eine Aktion je nach App ausführen. Diese Technologie, es steht im Raum, könnte nächstes Jahr komplett bei den iPhones verschwinden. Und dieses Jahr wird sie Apple angeblich schon beim LCD-Modell entfernen. Das ist alles noch nicht so 100% sicher, aber ich könnte mir gut vorstellen, falls Apple die Technologie langfristig sowieso verabschieden möchte, dass man sich beim günstigen Modell in diesem Jahr schon davon trennen wird. Kommen wir ganz kurz zu den Preisen. Ich gehe von 799, eigentlich eher 899 Euro für das LCD-Modell aus. Ich gehe von 999 Euro eigentlich weiterhin für das iPhone 10, von 999 Euro jetzt für das iPhone 10 aus oder 1050, je nachdem. Und von dem aktuellen Preis des iPhone 10, dafür wird man jetzt, glaube ich, das große iPhone 10 kaufen können, sprich 1150. In der US-Presse stand nämlich immer wieder im Raum, dass Apple das größere iPhone 10, iPhone 10 2, jetzt zum Preis des aktuellen iPhone 10 anbieten wird und dass dieses Modell jetzt quasi um knapp 100 Euro günstiger wird. Also wird uns vermutlich auch eine neue Preisstruktur erwarten. Zu den Namen ist aktuell noch nicht wirklich viel bekannt. Das wird auch eines der spannendsten Highlights der Keynote höchstwahrscheinlich werden. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg stand dann mal im Raum, dass das iPhone XS heißen wird, weil es eine S-Generation ist und Apple höchstwahrscheinlich wieder zu der S-Generation übergehen möchte. Wir wissen es, iPhone 5S, 4S und so weiter. Es gab ja auch eigentlich ein iPhone 7S, welches man dann iPhone 8 genannt hat. Das steht auch im Raum, aber ich glaube, es wirklich wissen, erfahren werden wir das im Vorfeld nicht. Das könnte dann eine Überraschung sein, die uns Apple auf der Keynote verrät. Ein viertes Modell ist vielleicht sogar auch noch geplant. Es ist zumindest in den Entwickler-Software-Programmen von Apple ein Modell aufgetaucht mit der Ausstattung des iPhone 7, sprich dem Apple A10 und welches vermutlich den Formfaktor der aktuellen iPhone 8-Generation haben wird. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Apple in diesem Jahr kein iPhone SE 2, sondern einfach ein etwas abgespeckteres iPhone 8 vorstellen wird, sprich Gehäuse des iPhone 8, Hardware des iPhone 7. Diese beiden Modelle nimmt man dann einfach aus dem Programm und verkauft dieses Modell ein bisschen günstiger auf dem Massenmarkt, sagen wir mal 699, 599 Euro. Damit könnte man dann auch ein bisschen dafür sorgen, dass man das Volumen der iPhones hochhält. Dazu gibt es ehrlich gesagt nicht viele Details. Es heißt immer nur 3 neue iPhones. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass wir ein viertes sehen werden, welches allerdings dann nicht wirklich neu ist, sondern quasi das aktuelle Design mit einer etwas veralteten Hardware, das wird sich zeigen. Das ist jetzt mal reine Spekulation von meiner Seite.
Zum Zeitpunkt von diesem Video ist die Einladung noch nicht verschickt worden. Ich spekuliere mit dem 12. September, werde jetzt allerdings hier einblenden, falls die Einladung veröffentlicht wurde, während ich das Video schneide morgen. Falls sie dann rausgegangen ist, werde ich euch den aktuellen Termin verraten. Ansonsten werde ich diesen dann in den nächsten Tagen, sobald es bekannt wurde, unten in den Kommentaren noch verlinken. Also der offizielle Termin für das September-Event. Es wird aber höchstwahrscheinlich in den ersten beiden Septemberwochen stattfinden. Was werden wir dort noch sehen? Wir werden zwei neue iPads sehen, der Pro-Reihe, eins mit 10,5 Zoll und eins mit 12,9 Zoll, also die aktuellen Modelle, dünnerer Rahmen, neue Hardware, Face ID, das sind, glaube ich, so die Eckpunkte der Pro-Modelle, und wir werden eine neue Apple Watch sehen, die ungefähr so groß wie die aktuelle Apple Watch sein wird, allerdings mit einem größeren Display im gleichen Gehäuse. Wir werden neue AirPods sehen, AirPods 2, allerdings gehe ich nicht davon aus, dass diese jetzt schon wasserdicht sein werden, denn es stand immer wieder im Raum, dass das Modell erst nächstes Jahr kommt. Und Apple wird uns höchstwahrscheinlich auch die Details zur AirPower Qi Ladeplatte nennen. Ja, das war es mit meiner kleinen Prognose für das Apple September Event in diesem Jahr. Es steht viel Hardware im Raum. Apple ist auch immer wieder gut für eine kleine Überraschung, sprich neue Hardware, neues Zubehör. Aber ich glaube, bei den iPhones werden wir hier keine große Überraschung sehen. Sowas ist im Vorfeld mittlerweile ganz gut bekannt. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Video.